Visionär und Real Iron Man. In diesem Video erfährst du die besten 5 Ideen für Erfolg von Elon Musk. Idee Nummer 1. So viel lernen wie möglich. Es gibt eine Sache, die offenbar alle erfolgreichen Menschen gemeinsam haben. Sie lesen sehr viele Bücher. Sie arbeiten sich auf diese Weise in neue Themen ein und vertiefen ihr Wissen. Es gehört eine ordentliche Portion Neugier und Selbstdisziplin dazu, sich zum regelmäßigen Lesen zu motivieren. Doch wer mit offenen Augen durch das Leben geht, der entdeckt viel Neues und will mehr darüber erfahren. Bücher sind ein Wissensschatz. Elon Musk ist ein vielbelesener Mann. Er hat in seiner Kindheit, in der er als Einzelgänger galt, jede Menge Bücher verschlungen. Doch dabei ist es nicht geblieben. Mit nur 12 Jahren schrieb er einen Code für das Computerspiel namens Blaster, das er immerhin für $500 verkaufte. Einige Jahre später machte er an der Stanford University in Kalifornien seinen Doktortitel in angewandter Physik und Materialwissenschaften. Neugierde und der ständige Drang, sich neues Wissen anzueignen, ist die Grundlage für einen erfolgreichen Werdegang. Das muss nicht in einem Doktortitel münden. Erfolgreiche Unternehmer sind oftmals Autodidakten. Sie sind ihr eigener Lehrer ein Leben lang. Idee Nummer 2. Kein Ziel ist zu groß, um es zu erreichen. Das schaffe ich nicht. Das ist nicht realistisch. Das kann nicht funktionieren. Diese Aussagen bremsen unseren eigenen Erfolg. Wir sollten uns keine Steine in den Weg legen, darum kümmern sich schon andere. Für Elon Musk scheint kein Ziel so fern zu sein, als dass er es nicht anpackt. Er will schließlich nichts Geringeres, als das Leben der Menschheit auf die nächste Stufe zu heben. Kurz nach dem Studium 1995 gründete er mit seinem Bruder Zip2 eine Software, die Verlagen das Veröffentlichen von Adresslisten und regionalen Karten im Internet ermöglichte. Der Computerkonzern Compaq kaufte es für $307 Millionen auf. Seine weiteren erfolgsgekrönten Gründungen sind allseits bekannt. Elon Musk wollte als erstes privates Unternehmen zur ISS, mit SpaceX schafft er das. Elon Musk wollte die Mobilität nachhaltiger gestalten, mit Tesla gelingt ihm das. Elon Musk wollte eine umweltfreundliche, sonnenbasierte Energieversorgung, mit SolarCity setzt er genau das um. Die Ziele und Wünsche von Elon Musk schienen anfangs alles andere als realistisch, aber er hat alles in Bewegung gesetzt, um sie zu erreichen. Wir müssen die Schere im Kopf entsorgen, die Scheuklappen ablegen und Selbstbewusstsein tanken. Denn auch wenn wir es nicht in den Weltraum schaffen, wir alle können mehr erreichen, als wir glauben. Idee Nummer 3. Vor dem Erfolg kommt das Scheitern. Niemand rennt mit Absicht und frohen Mutes gegen eine Wand. Und doch gehört das Scheitern auf dem Weg nach ganz oben dazu. Elon Musk hat einmal gesagt, wenn man nicht auf die Nase fällt, dann war man nicht innovativ genug. Für ihn ist Scheitern völlig normal, wenn man Vollgas gibt. Es hat sogar etwas Positives, weil man aus jedem Scheitern etwas lernen kann. Die vielen Erfolge von Elon Musk dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass er auch schon gescheitert ist, zum Beispiel mit SpaceX. Die ersten 3 Raketenstarts sind nicht gelungen, ein herber Rückschlag. Aber Elon Musk hat aus jedem Fehlstart etwas gelernt und somit dazu beigetragen, dass Versuch Nummer 4 funktioniert hat. Auch mit Tesla, heute der Vorreiter in der Elektroautoindustrie, ist zwischenzeitlich stark ins Straucheln geraten. Elon Musk weiß also sehr genau, wovon er redet. Jeder darf sich Fehlstarts leisten oder über eine Hürde stolpern. Wichtig ist, danach wieder aufzustehen, um mindestens mit alter Stärke weiterzumachen. Idee Nummer 4. Investieren statt sparen. Was bringt es, sich auf einem Erfolg auszuruhen und das viele Geld auf dem Konto zu horten? Nichts. Sparen ist der falsche Ansatz, abgesehen von punktuellen Sparmaßnahmen, wie sie auch Elon Musk schon anordnen musste. Unterm Strich lautet das Motto des Multigründers aber nicht sparen, sondern es lautet investieren. Das ist einer der Grundpfeiler seines Weges zum mehrfachen Erfolg. Die $22 Millionen, die Elon Musk aus dem Verkauf von Zip2 kassierte, investierte er fast vollständig in die Gründung von PayPal. Ein voller Erfolg, wie sich später herausstellen sollte. Der Verkauf von PayPal an eBay machte Elon Musk reich. Aber auch hier wollte er sich nicht auf seinem Vermögen ausruhen. Er hat bekanntlich große Ziele, die er zielstrebig verfolgt. Elon Musk investierte also sage und schreibe $100 Millionen in SpaceX, $70 Millionen in Tesla und $30 Millionen in SolarCity. Auch diese Investitionen werden sich für ihn auszahlen. Ein Teil des Erfolgsrezepts ist, den Mut nicht zu verlieren und das Risiko nicht zu scheuen. Nur wer an sich und seine Idee glaubt und in sie investiert, der darf auf den großen Wurf hoffen. Idee Nummer 5. Es kostet viel Zeit, um erfolgreich zu sein.
Viele von uns träumen von der berühmten 4-Stunden-Woche. Insgeheim wissen wir aber alle, dass sich der Weg zum Erfolg nicht ohne Mühe und Kraft beschreiten lässt. Elon Musk ist eine Kämpfernatur. Er weiß genau, von nichts kommt nichts. Es heißt, er arbeite pro Woche 100 Stunden. Da kann es schon mal egal sein, welche Uhrzeit oder welcher Wochentag gerade ist. Arbeit kennt manchmal keine Grenzen. Nur wer sehr fokussiert ist und genau weiß, wofür er die Zeit investiert, nicht opfert, der kann dieses Tempo und diesen Kraftakt zumindest vorübergehend durchhalten. Zielstrebigkeit ist das oberste Gebot von Elon Musk. Das gilt nicht nur für ihn selbst, sondern auch für seine Mitarbeiter. Auch wenn er nicht der beste Chef sein mag, so gibt ihm der Erfolg zumindest recht. Wer kämpft wie ein Löwe, der wird sein Ziel erreichen. Das waren 5 Ideen vom Visionär und Real Iron Man Elon Musk. Wenn ihr euch für Elon Musk interessiert, findet ihr weitere interessante Videos unten in der Infobox. Was habt ihr von Elon Musk gelernt? Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden und lasst uns einen Kommentar da. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, solltet ihr es euch unbedingt anschauen. Das nächste Video ist bereits in Arbeit.